Guten Tag, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe von MO3 im neuen Jahr. Auch diesmal haben wir wieder einige interessante Beiträge für Sie vorbereitet. Wir waren beim Jubiläum 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Ottersleben. Wir haben die kleinen weißen Löwen bei ihrem ersten Medizincheck besucht. Und zum Schluss haben wir noch einen besonderen Leckerbissen für Sie. Bleiben Sie also dran und viel Spaß in der kommenden halben Stunde. Vor wenigen Tagen jährte sich die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Ottersleben zum 120. Mal. Die Kameraden feierten dies mit einem Fahrzeugkorso und einem Festakt. Wir waren für sie dabei. Der Korso startete zwar eher als in der Zeitung angegeben und entzog sich dadurch unserer Kamera, aber dank dem Kameraden Wolfgang Günther von der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf haben wir dennoch bewegte Bilder von der Rundfahrt, die vom stellvertretenden Ottersleber Wehrleiter Steffen Meter auf seinem Dienstfahrrad angeführt wurde. Im Korso, der 25 Fahrzeuge umfasste und der kreuz und quer durch ganz Ottersleben führte, waren neben den Otterslebern die anderen freiwilligen Wehren Magdeburgs, die Berufsfeuerwehr und befreundete Wehren aus dem Umland vertreten. Auf dem Gelände am Schwarzen Weg neben dem Stadion des VfB Ottersleben fand im Anschluss der Festakt zum Jubiläum statt. Dazu hatten sich vor dem Gerätehaus viele Kameraden der Ottersleber, einschließlich der Jugend- und der Kinderfeuerwehr, versammelt. Dazu Dutzende Mitglieder der Wehren, die auch am Korso beteiligt waren. Wehrleiter Detlef Kreisel würdigte die Arbeit der Kameraden und nahm zusammen mit dem Amtsleiter Helge Langenhahn und dem OB eine Reihe von Auszeichnungen für hervorragendes Engagement bei der Arbeit und der Brandschutzprävention vor. Einige Kameraden wurden in den Einsatzbestand übernommen und auch die Jugendfeuerwehr konnte sich über Zuwachs freuen. OB Lutz Trümper richtete einige Worte an die Wehr. Im Bereich, der ja Stadt der Vermarktung ist, gehört eben so wie die Kirche die Feuerwehr. Wenn die beiden Institutionen in einem Bereich da sind, dann ist das Gemeinwesen gut aufgestellt. Hier klappt das wunderbar. Und wir haben eben gehört, dass die Freiwilligen Feuerwehren neben der Berufsfeuerwehr, die Herr Langenhahn heute hier vertritt, auch die Freiwilligen Feuerwehren uns als Stadt sehr am Herzen liegen. Dem Stadtrat genauso wie der Verwaltung. Das zeige sich auch darin, dass nun endlich die Erweiterung des Gerätehauses auf den Weg gebracht wurde, um den Fahrzeugpark erneuern zu können. Die Kameraden quittierten es mit Beifall. Weitere Grüße überbrachten der Ordnungsbeigeordnete Holger Platz, Wigbert Schwenke quasi als unmittelbarer Nachbar, als Präsident des VfB Ottersleben, Falk Lepi als Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks und viele Vertreter befreundeter Wehren aus Magdeburg und Umgebung. Der Tag klang aus mit einem gemütlichen Beisammensein neben und im Gerätehaus. Gut wär. Bei der Kommunalwahl 2019 waren im Ortschaftsrat Beiendorf-Sohlen einige Plätze mangels Bewerbern freigeblieben. Dem konnte jetzt durch eine Nachwahl zumindest teilweise abgeholfen werden. Saßen die drei Nachgewählten anfangs noch bescheiden auf den Besucherstühlen, sollte sich das bald ändern. Denn nach anfänglichen formalen Tagungsordnungspunkten wie Eröffnung, Beschlussfähigkeit und Niederschrift ging es an die Verpflichtung der drei Damen durch den Ortsbürgermeister Nico Zenker, Atmo. Ich gelobe Treue der Verfassung, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten.
Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Cindy Reischert, Evelyn Könnecke und Christa Brandstätter dürfen nun also auch das Geschehen in Beiendorf-Sohlen mitbestimmen. Danach fragten wir Christa Brandstätter, warum sie es sich doch noch überlegt hat, im Ortschaftsrat mitzumachen. Ja, Auslöser war einfach die Tatsache im letzten Sommer, als der Ortschaftsrat sich wieder neu konstituiert hatte, dass da praktisch klar war, dass Ortschaftsräte einfach fehlen und dass eben noch eine Ergänzungswahl ansteht. Und ich hatte mir dann überlegt, dass ehrenamtliches Engagement eigentlich auch eine Bürgerpflicht ist im gewissen Sinne. Und ich habe mir überlegt, ich wohne jetzt 20 Jahre in Beiendorf und man könnte sich ja da wirklich auch für den Stadtteil Beiendorf-Sohlen auch einfach mehr auch persönlich engagieren. Und ich finde es einfach schön, wenn man auch die Möglichkeit hat, aktiv was mitzugestalten. Und da hat sich der Rat einiges für dieses Jahr vorgenommen, wie uns Nico Zenker verriet. Wir wollen uns natürlich noch mehr freuen, dass wir jetzt unseren Bus haben, Linie 66, der neue Stern des Südens. Das ist etwas, was uns sehr freut als Beiendorf-Sohlener. Und es gibt viele Beiendorfer und Sohlener, die das auch schon angenommen haben und mit dem Bus fahren. Allerdings gibt es auch die ein oder anderen Kritikpunkte, die uns bereits zu Ohren gekommen sind, über die wir im Laufe des Jahres dann mal reden wollen. Zum Beispiel schlecht belichtete Haltestellen, zum Beispiel fehlende Papierkörbe oder fehlende Informationen. Das wollen wir im Laufe des Jahres, im März, also ziemlich am Anfang, diskutieren, um dann auch die bestmöglichste Lösung zu finden, auch für unsere Schulkinder, die natürlich auf den Bus angewiesen sind, genauso wie alle anderen. Auch im soziokulturellen Zentrum soll sich einiges tun. Also der Fahrstuhl, der wurde letztes Jahr, oder vor 2 Jahren war das Ganze sogar schon beschlossen, war dann im Haushalt drin, kam dann wieder raus und ist jetzt drin. Und dieses Jahr soll es dann umgesetzt werden. Und der Fahrstuhl soll entsprechend alle unsere Etagen dann auch barrierefrei machen. Was uns besonders freut, dass oben zum Beispiel das Heimatmuseum vom Heimatverein besser besucht werden kann, gerade für ältere oder nicht so gehtüchtige Menschen. Das freut uns. Für den Namen muss ich ganz ehrlich sagen, das lassen wir mal offen, weil wir haben sicher alle gute Ideen, wie man das SKZ, soziokulturelle Zentrum, schwieriger Name, nennen könnte. Aber ich würde da gerne einen Wettbewerb starten mit den Bürgern, zusammen mit dem Ortschaftsrat, sodass wir da auf einen Namen kommen, wo sich jeder mit identifizieren kann. Auf dem Plan steht freilich noch mehr und gelegentlich werden wir wieder vorbeischauen. Vor gut 2 Monaten durfte der Magdeburger Zoo erneuten Nachwuchs bei den seltenen weißen Löwen vermelden. Das kleine kuschelige Trio hatte dieser Tage seinen ersten Besuch vom Tierarzt und von uns. Noch nichts ahnend von dem, was ihnen gleich bevorstand, schliefen die 3 Kleinen noch im Schaubereich, immer bewacht von Mutter Chiara. Am 19. November war das Trio, ein Kater und 2 Katzen, zur Welt gekommen. Seit 2014 gehören weiße Löwen zum Tierbestand des Zoos. Es ist für den Zoo Magdeburg bereits der 4. Zuchterfolg bei diesen seltenen Tieren. Vor kurzem nun also der Besuch vom Tierarzt. Dabei bekam jedes Jungtier seinen Personalausweis in Form eines Datenschips. Nils Mensing führte bei dieser Gelegenheit gleich auch noch die erforderlichen Impfungen und einen Gesundheitscheck durch. Das noch namenlose Löwentrio hat inzwischen enorm an Gewicht zugelegt. Wogen die 3 bei der Geburt etwa 1,5 Kilo, brachten sie zum Arzttermin zwischen 9,1 und 9,6 Kilogramm auf die Waage. Papa Madiba kümmerte dies alles übrigens nicht. Er verbrachte die Zeit in aller Ruhe im Freigehege. Nach der Prozedur, die alle 3 Kleinen über sich ergehen lassen mussten, standen Tierpfleger und der Tierarzt den vielen Pressevertretern Rede und Antwort.
Und da haben wir so eine Allgemeinuntersuchung durchgeführt, das heißt einmal abgehört, Zahnstatus beurteilt und die Gewichte kontrolliert. Und dann wurden drei Sachen getätigt. Einmal gab es eine Impfung. Bei der Impfung war es so, dass dort drei Sachen geimpft wurden, Katzenschnupfen, Katzenseuche und Chlamydien. Dann gab es die Applizierung von einem Wurmmittel, dass wir eine Wurmkur gemacht haben. Und als drittes gab es eine Kennzeichnung, das war ein Mikrochip, der an der linken Halsseite appliziert wurde, dass wir die drei sozusagen auch auseinanderhalten können. Und wenn wir sie in andere Zoos abgeben, dass man den anderen Zoos halt auch diese Mikrochip-Nummer mitteilen kann. Wann können die das erste Mal nach draußen, also in das Außengehege? Also wenn die Temperaturen das zulassen, dann können die jetzt schon raus. Wir haben einen sehr, sehr milden Januar. Wenn der Februar das auch zulässt, dann kann man sie also auch bald auf der Außenanlage sehen. Aber ansonsten, wenn es nochmal einen richtigen Winter geben würde, dann wahrscheinlich erst im März, April. Wie ist das mit der Mama? Kann es da irgendwelche Probleme geben? Kümmert sie sich gerade gut um die drei? Also es ist ja der dritte Wurf, den sie selber betreute. Den ersten Wurf, die zwei Jungtiere, die mussten wir leider mit Hand aufziehen. Aber das macht sie jetzt nach zwei guten Würfen, die sie schon hatte, mit jeweils vier Jungtieren, macht sie das bei den drei hervorragend. Gibt sehr, sehr gut Milch. Die Gewichtsentwicklung der Jungtiere ist sehr, sehr gut. Also damit sind wir sehr, sehr zufrieden. Und das Kümmern und das Beschützen der Kleinen auch vor dem Papa ist hervorragend. So wie es eine Mutter auch in der freien Natur machen würde. Okay. Und zu den Patenschaften, können Sie da vielleicht kurz was sagen? Also es ist so, genau. Wir haben ja die Möglichkeit, für 1.000 Euro eine Patenschaft für einen Löwen zu erwerben. Jetzt haben wir drei, die noch keinen Namen haben. Und wenn man natürlich sich rechtzeitig hierfür bewirbt und eine Patenschaft übernimmt, dann kann man natürlich dem Zoo auch hier sehr, sehr gute Dienste erweisen und auch weiter das Bestehen der guten Löwenzucht hier fördern. Und wer eine Patenschaft übernimmt, kann eventuell auch einen Namen für sein Jungtier vorschlagen. Wobei es da einige Regeln gibt. Interessenten können sich per Mail oder Telefon im Zoo melden. In ein paar Wochen gibt es die gleiche Prozedur dann übrigens noch einmal. Dann wird auch gegen Tollwut geimpft. Wenn die Kleinen an andere europäische Zoos abgegeben werden, ist dies Voraussetzung. Mama Chiara ließ es sich nach der ganzen Aufregung erstmal gut schmecken. Welche Rolle spielen Gefühle und Emotionen in Politik und Gesellschaft? Darüber informiert eine neue Ausstellung in der Gedenkstätte am Moritzplatz. Unter dem Titel »Die Macht der Gefühle« beleuchtet sie die vergangenen 100 Jahre. Mut, Freiheitswille, Wille zur Veränderung, Angst, Hoffnung, Freude, Zuversicht – das sind einige Gefühle, die die Menschen im Herbst 89 bewegt haben. Aber welche Rolle spielen Emotionen in der Geschichte überhaupt? Was geschieht in Politik und Gesellschaft mit Emotionen? Welche Rolle im politischen Alltag spielen sie bis heute? Diese Fragen versucht die Ausstellung anhand von 20 verschiedenen Emotionen über 100 Jahre hin betrachtet zu beantworten. Denkt man an Donald Trump, möchte man meinen, Politik sollte sich nicht von Stimmungen leiten lassen. Ich denke, in dem Moment, wo Menschen an irgendwelchen Vorgängen und an irgendwelchen Prozessen beteiligt sind, lassen sich Gefühle nicht ausschließen. Und da Politik ja auch von Menschen gemacht wird, logischerweise, passiv oder aktiv ist man daran beteiligt, sind natürlich immer Gefühle im Spiel. Und ob man das jetzt nun möchte oder nicht, werden Entscheidungen, werden Sichtweisen, werden Prozesse auch durch Gefühle und Emotionen beeinflusst. Die Ausstellung nimmt 20 Emotionen wie Liebe, Angst, Begeisterung, Empörung oder Empathie zum Ausgangspunkt, um Kontinuitäten und Brüche in den Gefühlswelten zu verdeutlichen, die die vergangenen 100 Jahre prägten und heute Politik und Gesellschaft herausfordern. Zum Beispiel durch die Beeinflussung durch Social Media. Der normale User, sag ich mal, ist in Gruppen organisiert oder schwirrt einfach nur so durchs Netz und ist mit Freunden in Anführungsstrichen, oder auch mit echten Freunden verbandelt. Da kann man doch Inhalte und Dinge, die ich jetzt transportieren möchte, viel leichter steuern, als wenn ich jetzt eine Zeitung mache zum Beispiel. Ja, da bin ich darauf angewiesen, dass Leute zum Kiosk gehen, dass Leute in einen Laden gehen, sich Geld in die Hand nehmen, das kaufen und dann auch noch meinen Artikel lesen.
Ja, währenddessen ich da ganz genau und gezielt ansetzen kann und steuern kann, wer welche Informationen bekommt. Und bei Social Media ist ja noch der Fall, dass man durch diese Begriffe, die dann wieder irgendwo anders gespeichert, gesammelt werden, weiß, die Person ist affin dafür, wird die mit den und den Informationen öfter mal konfrontiert, um es mal so zu sagen. Die unter anderem von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur herausgegebene Schau wurde von den Historikern Ute und Bettina Frevert erarbeitet. Diese Ausstellung, die ist ja zwischen 1919 und 2019 angesiedelt. Ja, geht um 100 Jahre. Die könnte auch von 1920 bis 2020 gehen oder von 1918 bis 2018. Also das ist völlig egal, wenn man sich diesen einen gesteckten Zeitraum anschaut, was in dieser Zeit passiert ist und was es mit den Menschen in dieser Zeit gemacht hat. Hat sich sehr verändert. Ticken die nicht eigentlich alle noch ähnlich? Wo sind da die Hebel, die angesetzt worden sind? Welche Auswirkungen gibt es auf welche politischen Ereignisse? Die Ausstellung läuft noch bis 27. Februar. Der Eintritt ist wie immer frei. 1959 drehte Heinz Rudloff mit einer AK-8 den Wiederaufbau seiner Heimatstadt und gab dem Film den Titel »Und Magdeburg lebt«. Sein Sohn Michael stellte uns dieses Kleinod zur Verfügung, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Film ab! Thank you.
Das war unsere Januar-Ausgabe. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am 24. Februar wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.